Was für ein geniales Intro! Servus Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. Das Nachfolgeprojekt nach Donkey Kong 64. Ihr hattet zur Auswahl, da habe ich in extra ein Video gemacht, es standen drei Spiele zur Auswahl. Einmal Resident Evil Zero Blind Let's Play für den Nintendo GameCube. Dann Deadly Creatures für die Nintendo Wii. Und Banjo-Kazooie 100% Run für den N64. Und Banjo-Kazooie hat mit 6 Stimmen gewonnen. Deadly Creatures hätte 3 gehabt und Resident Evil Zero hätte 1 Stimme gehabt. Ist zwar schade, dass nicht so viele Leute abgestimmt haben, aber das macht ja nichts. Die Mehrheit hat jetzt für Banjo-Kazooie gewählt. Und genau das wird es jetzt auch als Let's Play geben, als neues Videograber-Projekt. Und ihr könnt vielleicht schon im Titel lesen, es ist kein Blind Let's Play und es ist ein 100% Run. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an, weil ihr werdet hier gleich sehen. Moment, ja, welche Sprache willst du wählen? Deutsch natürlich. So. Natürlich, ich habe schon mehrere Spielstände gehabt auf dieses Spiel. Das hier ist der, ja... Das ist der 100er. Moment, wie löscht man jetzt noch schnell? So, Z-Trigger um zu löschen. Nehmen wir den Schlafenden. Sicher, dass du löschen willst? Ja, drücke A oder B und ja. Ich sag jetzt schon, der Humor von diesem Spiel ist echt göttlich. So, leerer Spielstand. Los geht's. So, Intro-Time und ich halte meine Klappe. Bingpot, mein Kessel, sage geschwind, wer ist hier das schönste Kind? Was soll ich sagen? Selbstverständlich du, Krotilda. Weise gesprochen, schlauer Topf. Ich habe hier den schönsten Kopf. Sowas von. Da gibt es ein kleines Mädchen, ein Mädchen. Das kann nicht sein! Niemand hier darf schöner sein! Du bist so süß und klein! Sie ist die hübscheste von allen! Was, du mies alter Kessel! Ich mache aus dir einen Sessel! Du bist nicht nur hübsch, sie ist ein wahrer Engel! Die Biest werde ich es zeigen! So schaltet man die Konkurrenz mal Schönheitswettbewerb aus. Hallo, Tutti! Was hast du heute so vor? Sobald mein Bruder aufwacht, stürzen wir uns ins Abenteuer. Den Text kenne ich schon auswendig, den könnte ich auch so vorlesen. Dieser Banjo-Sound, der ist echt geil. Wach endlich auf, damit das Spiel beginnen kann. Aus Tutti mache ich Mäusefutter. Bald sieht sie älter aus als meine Mutter. Ist das dein Bruder?
Wo denn, Herr Maulwurf? Dort oben am Himmel. Das glaube ich nicht. Du arme kleine Maus, dein Spielchen ist jetzt aus. Autsch, du alte Vogelscheuche. Da hilft kein Gekratze, ich mache aus dir eine Fratze. Oh nein, die Hexe hat die Kleine entführt. Hilfe! Banjo, wach endlich auf! Aufwachen! Was? Was ist denn los? Draußen gibt es Ärger! Ja, das war das Intro. Jetzt können wir endlich loslegen mit Banjo-Kazooie. Ja, dieses Spiel wurde gemacht von Rare im Jahre... jetzt habe ich die Jahreszahl nicht im Kopf. Warum rede ich drüber? Welches Jahr war es so schnell? Das war gerade im Intro auch. 98, 99? Sorry, wenn ich es jetzt... Ich habe es irgendwie total vergessen. Hi, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Ich bin Banjo und das ist meine Freundin Kazooie. Komische Freundin. Kann das Ding sprechen? Besser als du, Hasenhirn. Was war das für ein Lärm? Wo ist meine süße Schwester Tutti? Die miese Hexe Cordelia stach vom Himmel herab und hat sie entführt. Beruhige dich, Kleiner. Wir befreien Tutti. Wohin ist diese Hexe entflohen? Sie flog zu ihrer schauernden Höhle. Das wird kein Ausflug, Freunde. Ihr braucht einige Lektionen, bevor ihr losziehen könnt. Ja, wenn ihr Moves lernen wollt, ja, das ist am Anfang Tutorial. Da ich dieses Spiel mehr als auswendig kenne, werde ich kein Tutorial machen. Wir schaffen es ohne deine Hilfe. Wie ihr meint, ich gebe euch die ersten Moves mit auf den Weg. Wir sehen uns auf dem Spiral Mountain. Ja, was ich sagen wollte, dieses Spiel wurde von Rare gemacht im Jahre, wenn ich wüsste welches Jahr, ich glaube 98 oder so. Sozusagen als Konkurrent, das war grandios, sozusagen als Konkurrent für Super Mario, ich sehe nichts, ich sehe nichts, wollte ich sagen, sozusagen als Konkurrent für Super Mario 64 und meiner Meinung nach mehr als würdig dieses Spiel. Ja. Ich bin ein wertvolles Extra-Leben. Dieses Spiel ist meiner Meinung nach viel besser. Jetzt muss ich mal was gucken. Funktioniert das schon? Ja. Moment. Tja, sorry Freunde. Über dieses Geheimnis kann ich euch erst mehr erzählen, wenn ihr das Sandbogenrätsel der Treasure Truth Kopf gelöst habt. Scheiße, Spoiler! Keine Chance ohne ja. Ja, ich dachte, ich kann euch jetzt schon was zeigen, aber wie es aussieht nicht, da gibt es nämlich ein kleines Easter Egg oder... Ne, Easter Egg ist es nicht wirklich, es ist mehr so ein... Ja, keine Ahnung, wie man es nennt. Auf jeden Fall so ein kleines Special. Karotte. Da musste ich direkt nochmal gehen, sorry Leute. Ja, so ein kleines Special, das werde ich euch später mal zeigen. Ich dachte, das geht jetzt auch schon. Und diese Maulwurfshügel sieht man überall. Das ist alles Tutorial-Kram hier zum... Hey! Zum Moves lernen. Und das hier ist die Belohnung. Bestatten Honigwabe. Sammle 6 von uns leeren Honigwaben ein, um die Energieleiste zu erweitern. Auge putzen ist jetzt unpraktisch. Ja, ich werde euch das jetzt gleich nochmal zeigen. Davor mache ich hier alles platt. Vor allem in den Rare-Spielen hat alles Augen, das ist so geil. So, diese Teile hier, also das da unten rechts, wenn man das voll hat, dann erweitert sich da oben, wo jetzt die 5 Honigwaben sind, erweitert sich die Lebensenergie. Das ist sehr, sehr praktisch, weil dadurch... Hey! Dein Show, danke. Und dadurch halten wir mehr aus. Da unten ist auch eins, ja.
Natürlich 100% Run. Ich muss alles mitnehmen, was ich irgendwie finden kann. Und ja, die Steuerung, die habe ich mehr als wie im Kopf. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe jetzt schon gesagt, dass ich Banjo-Kazooie einen 100% Run mache. Und das wird auch der Fall sein. Und, sorry. Und es wird auch von... Ach, ich brauche... Oder doch, da muss ich lang. Und es wird auch von Banjo-Tooie einen 100% Run geben. Denn Banjo-Tooie wird auch auf jeden Fall auch Let's Played. Ich weiß nur nicht wann. Also, da müsst ihr nicht irgendwie fragen oder so, weil... vielleicht kommt es direkt nach Banjo-Kazooie, vielleicht aber auch nicht. Und ja, auf jeden Fall Banjo-Tooie wird auch ein 100% Run kommen. Allerdings von Banjo-Tooie, da... ja, Banjo-Tooie habe ich bisher noch nicht zu 100% gespielt. Sondern nur so normal ohne 100%. Scheiß Gegene, was ist los? So, und jetzt achtet mal. Ja, wir haben eine weitere Lebensleiste hinzubekommen. Und ich glaube, das war's. Ja. Tutorial ist hier erledigt. Ich bin eine leckere Honigwabe und stecke voller Energie. Ja, Banjo, der Bär, wie es natürlich üblich ist für Bären, isst gerne Honig. Kamera, danke. Ich weiß, dass ihr die Kamera teilweise ein bisschen abspackt, deswegen bin ich hier etwas vorsichtiger. Und der Soundtrack ist voll klasse. Ich liebe diese Musik von Banjo-Kazooie total. Ihr seid also bereit, der widerliche Hexe entgegenzutreten. Und ab, wo geht's lang, Erdwühler? Ach, noch was? Ihr hört jetzt diesen Sound. Wenn ich A gedrückt halte, dann wird die Stimme heller. Ja, ihr könnt euch den Text jetzt selber durchlesen. Wenn ich A gedrückt halte, dann sprechen die Leute eben schneller und dann wird natürlich auch dementsprechend ihre Stimme heller. Zum Beispiel, wenn Banjo so sagt, und wenn ich dann A gedrückt halte, ihr wisst, was ich meine, offensichtlich. Fette Hexe. Diese Maschine ist der Hit. Sie macht Tutti alt und ich werde fit. Lass mich in Frieden, du miese Hexe. Oder mein Bruder wird dir in den Hintern treten. Sollte er sich zu mir wagen, wird er in die Flucht geschlagen. Los nun, Glunko, drück den Schalter. Ich will vergessen, mein Alter. So sei es, Herrin. Alle Systeme sind aktiviert. Gleich geht es los. Banjo, Hilfe! Hurra, endlich ist es soweit. Bär und Vogel hau ich aus dem Kleid. Hübsches Bild. So, ich werde jetzt mal hier sichern und beenden, aber ich höre jetzt nicht den Part auf. Das hat nämlich einen Grund. Denn wenn man, ich weiß nicht genau wann es so ist, aber ich glaube zu Beginn des Spiels ist es noch so, dass wenn man auf Speichern und Beenden geht, dann kommt eine Cutscene. Was passiert, wenn man Tutti nicht erreicht? Ich hoffe, es kommt jetzt hier, sonst ist das alles jetzt umsonst. Ah gut, die Cutscene kommt. Angels Schwester hier in Haft. Ich raube ihre ganze Kraft. Ja, Meisterin, die Transformation ist gleich vollzogen. Hilf mir, Banjo! Bär und Strauß sind erledigt. Meine Herrin hat gesiegt. Jetzt sieht sie echt sexy aus. Jetzt bin ich die heißeste Maus. Für Tutti ist es aus. Meisterin, du bist so schön, so schön. Ja, wer das ist, das erfahren wir auch noch. Oh, du schön, besuch Mumbo in Höhle, ja. Banjo, ich will mit dir sprechen. Sofort. Ja, das passiert, wenn man
Tutti nicht befreien kann. Kann vielleicht jetzt sein, wegen dem kleinen Spoiler, was ich jetzt gemacht habe, wer dieser rosa Typ ist. Ja, das wissen wir. Aber das werden wir jetzt sowieso gleich noch erfahren. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich die Katzen jetzt gezeigt habe. So, jetzt muss ich nur... Oh, ich starte gleich hier, das hatte ich vergessen. So, Moment, gehen wir mal geschichtlich vor. Geschichtlich, als ob ich hier Historiker oder so wäre. So, Die Tür ist verschlossen. Ah, da geht's auch lang. Ich habe den Text nicht gelesen. Um die Uhrzeigerwelt zu betreten, müsst ihr die Lücken des Bildes mit Puzzleteilen füllen. Noch haben wir keins gefunden. Mir war so, als hätte ich ein Puzzleteil in der Nähe des Eingangs gesehen. Kommt wieder. Ja, ich habe natürlich gewusst, wo das Puzzleteil ist, aber ich wollte das hier noch zeigen. Wow. Das wollte ich nicht, aber... Egal, Banjo hat Stil. So, dann hier hoch und da ist das Puzzleteil, das besagte. Juhu, ich bin ein lustiges Puzzleteil. Suche ein Bild, in das ich hineinpasse. Der Siegesmove. Und Kazooie frisst die Puzzleteile. Und mit R kann man die Kamera direkt hinter sich bringen. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist überaus nützlich. Irgendwie schade, dass es in Banjo-Tooie nicht mehr vorkam. Aber da macht man ja etwas anderes mit R. Was? Das sage ich nicht, sonst wäre das nur Spoiler. So. Das erste Puzzleteil ist schon mal eingesackt. Göttlich, drücke A, um die Lücke des Puzzles zu füllen. Ja, das wissen wir. Geschafft! Das Bild ist vollständig und die Tür zu Mumbo's Mountain geöffnet. Mumbo's Mountain. Das war viel zu leicht, doch habt ihr nichts erreicht. Durchaus, aber das kommt noch, Grundel, das kommt noch. So, erste Welt, Mumbo's Mountain. Doch, drei neue Moves könnt ihr in dieser Welt finden. Haltet Ausschau nach meinen Hügeln. Aber ich würde mal sagen, dass wir hier jetzt den ersten Schnitt machen. Das war schon mal die Einführung zu Banjo-Kazooie, dem 100% Run. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn wir uns hier in der ersten Welt umsehen. Bis zum nächsten Mal. Pferd euch!